Schönen Tag. Also ich versuche so eine Darstellung zu machen für ein Fitnessprogramm mitten in der Natur, der folgende Komponenten hat. Der eine Komponente ist die, sagen wir, Belastungskomponente, die natürlich immer nach einer gewissen Lockerung, so Aufwärmeübungen gibt es da immer. Also das sind die berühmten Klopfübungen von mir auf dem ganzen Leib, ja. Dann Durchkreisen der Gelenke, orthopädisch richtig, medizinisch richtig, aber leicht, ja, alle die Gelenke, die wir so haben, werden einfach locker gemacht, ja. Okay. In einer rhythmischen Art. Ich verkürze das hier alles, ja, das hat hier alles ein bisschen, dauert ein bisschen länger. Gut. Und dann nach der Aufwärmkomponente kann auch leichtes, aber ich möchte das praktisch so wirklich machen, wie ich das mache, verbinden das mit dem Ausdauerkrafttraining, ja, in der Natur. Also wir kommen so zu einem Hügel oder zu einem kleinen Berg, wie der hier ist, so ungefähr 600 Meter hoch. Unten auf 300 Meter Höhe machen wir diese Aufwärmeübungen, ja, und dann gehen wir praktisch hoch langsam mit einem angepassten Gewicht, ja, also dass es nicht schwer ist, aber nach, sagen wir, nach 50 Wiederholungen werden wir das schon deutlich spüren, ja. Und mit dem gehen wir also hoch, in verschiedenen Varianten, ne. Können wir das abwechseln, machen auch Pausen, ja. Immer wenn die Muskulatur deutlich uns meldet, sie ist belastet worden, dann machen wir eine kurze Pause und glätten die aufgeregte Energie mit eine Art Qigong, ja, das immer ja aber angepasst ist an die geübten Muskelgruppen, ja. Im Idealfall können wir sogar, natürlich beachten wir die Wirbelsäule immer, die Übung ist auch genau, Physiotherapeut, also sie ist auch medizinisch korrekt, ja, dass die Gewichte, alle die auf die Wirbelsäule kommen, dass die optimal von der Wirbelsäule aufgefangen werden. Ja. Nur im Idealfall gelingt es uns, auch diese Kraftübungen schon, ob sie im Stehen oder beim Gehen sind, mit diesen Ausgleichsübungen, ja, sagen wir, der Extremitäten, Arme und Beine, die also auch aus dem Qigong kommen, ja, dass immer die Energie in den Extremitäten und durch die Wirbelsäule nach diesen Prinzipien des Qigong fährt. Ne? Na gut, und dann kommen wir hoch. Dieses Training, die Gehphase oder die Belastungsphase, die sollte beim gemächlichen Tempo sicher über eine Stunde dauern. Und das passt gerade, auf so einen Hügel zu kommen und gleichzeitig die Pausen, der Atempausen, wo der Puls aber nicht so ganz absacken soll, die machen daraus vielleicht so ein 2-Stunden-Programm, ja. Und das heißt Ausdauerfitness. Das bedeutet, das heutige Problem ist für die Leute, für die ich mich interessiere, ja, nicht unbedingt, dass sie nicht Kraft haben oder was weiß ich, oder die wollen ja auch keine Kraftprotzen werden oder Muskelprotzen, ja. Sondern das Problem ist, dass die heutige technologische Revolution so extrem fortgeschritten ist und die Virtualisierung der Welt mittels dieser Technologie so fortgeschritten ist, dass die Leute schlicht einfach aufhören, sich mit dem Stoff der Welt, mit Holz, Stein, Natur, Wald und so auf eine Art auseinanderzusetzen, die ja für diese
elementar oder vielleicht auch spirituell orientierte Ausdauerfitness geeignet wäre. Ich kann ja nicht hier durchrasen auf dem Mountainbike, ja, und dann sehe ich von der Natur nicht viel und es ist eine, oder ich kann sich joggen, ja, irgendwo im Park, ja, halbe Stunde, eine Stunde, dann duschen und dann geht es wieder an die Arbeit. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, durch Ausdauerwanderungen oder Arbeiten auf dem Bauernhof, wo ich dies eingefügt habe, diese Kraftelemente oder Ausdauerelemente, das ist zu einer anderen Art seelischer Ausgeglichenheit führt und zugleich natürlich auch die Elemente dieses Qigong, ja, die dann auch an die Natur angepasst ist. Hier geht es ja bergab, ne? Dann also nach unten, dann wieder bergauf in den Himmel und so weiter, ja. Also das, die Übungen, also aus dem Wandern, ja, und aus dem Besuch auf so eine Lokalität eine Art tieferes in der Welt sein, ja. Man könnte das alles mit Peter Sloterdijk, mit Heidegger, mit großen Philosophen untermauern, die ich ja auch studiert habe. Und wahrlich, der Körper ist jetzt die Dimension, in dem die metaphysische, das metaphysische Erlebnis noch möglich ist, ja. Während in den alten Metaphysiken, das ist jetzt mal das berühmte Buch von Sloterdijk, das ich hier nacherzähle, Du musst dein Leben ändern, während in den alten Metaphysiken es immer galt, sich vom Leib abzutrennen, abzuhängen, damit ja der Geist in eine angenommene, sagen wir, Jenseitsdimension hochsteigen kann, ist es jetzt im dritten Jahrtausend wohl so, dass niemand glaubt so richtig, ne? Und die Leute, die das glauben müssen, haben persönliche Gründe dafür, die vielleicht nicht so lebensbejahend sind, mit Nietzsche gesagt. Die Hinterwäldler hat er sie genannt. Die eine Welt hinter dieser schönen Welt sehen. Aber wir sehen, oder ich sehe nur diese schöne Welt, und in der ist eine, sagen wir, transzendentale Erfahrung oder Erlebnis nur möglich, wenn das auch mit dem Leib ist. Ja, wir wollen ja jetzt nicht von dieser Welt katapultieren, exkarnieren. Also dann dieses Üben, dieses Genießen der Gerüche, der Düfte, der Farben und Formen, die, das, was ich immer betone, dass man ja auch so ein bisschen hin und wieder die Essenzen aus der Natur auspresst, aus der Blätter, Blüten, und riecht und hört. Wunderbar. Also dass diese Art von Übung, ja, Ausdauerfitness, Spiritualität, Lust an der Natur, Wandern, Reisen, ja, das ist so mein Ding, ja. Und das will ich machen. Ich will mich entweder selbstständig damit machen, ja, suche ich praktisch so eine Art Fitnesshotel in den Bergen oder eine Biofarm oder praktisch eine Möglichkeit, wo dieser Raum vorhanden ist, ja, wo das wirklich auch geschätzt wird, dass man sowas entwickelt und dass man auch darüber philosophieren kann, ja, weil ich habe es satt, einfach irgendwelchen Menschen Übungen beizubringen auf irgendwelchen Geräten und dann tschüss, ja, und dann sieht man über 20 Jahre, wenn man das so beobachtet, dass es sowieso nicht viel gebracht hat. Sowas ist notwendig, ja, 57 jetzt, ja, und habe 30 Jahre diesen Weg bin ich gegangen und die Ausdauerfitness, die auch Lebenssinn schöpft und Freude an der elementaren Welt, an der Natur, ja, die muss man ja lebenslang machen. Also man macht ja halt dann solche
Woche, ja, sagen wir, wo jeden Tag